Willkommen zu einem neuen Video von Lakimlol. Wir sind hier in The Bus auf der ersten Karte, die nicht von TML Studios sind. Wir haben hier eine Karte vom guten Willi. Hier sehen wir ihn noch, einen Moment. Hier, vom guten Willi, der hier für den Anfang sehr, sehr schöne Karte gemacht hat. Wir werden uns die anschauen. Erstmal nicht irgendwas Städtisches, sondern sowas hier überlandmäßiges. Wir starten an der Gedenkstätte mit dem 804er bis nach Espanhof Oranienburg und das sieht schon sehr, sehr gut aus. So. Ja. Also mir gefällt die, also das, was ich bisher gesehen habe, ich bin's abgefahren. Es ist auch ein bisschen spontan mit dem Video, weil es ist halt jetzt ein bisschen schwerer, da ich ja im Urlaub bin, trotzdem noch YouTube-Videos zu machen. So. Naja. Können es offensichtlich schon abfahren. Türen schließen. So, das Spannendste. Oh. Wieso ist hier die Navigation? Die brauche ich nicht. So, erreichen natürlich. Um die her? Nö. Gut, dann fahren wir jetzt alleine los. Irgendwie will der nicht. Was ich noch machen wollen würde, ist Beleuchtung. Und jetzt müssen wir uns den Innenraum, ihr habt es kurz gesehen, werden wir uns an der nächsten Haltestelle anschauen. Jetzt müssen wir uns hier durchschlängeln. So, ich... Oh. Irgendwie ist das ziemlich leise hier. Ja, es ist generell leise bei mir. Also irgendwas ist hier sehr, sehr leise an meinem PC. Naja, für mich ist eigentlich wichtig, dass ihr mich versteht. Darum rede ich auch ein bisschen lauter und deutlicher, weil, wir wackeln uns aber ganz schön. Fahren wir schön 30. Nächste Haltestelle, Straße der Nationen. Nächste Haltestelle, Straße der Nationen. Ich weiß nicht, ob ihr es versteht, deshalb sage ich es noch. Man weiß ja nie. So. Also generell, hier, ihr seht, ein paar Texturen fehlen, aber, die werden wahrscheinlich möglichst bald nachgeliefert. Es ist ja auch noch, wie immer, also bei The Bus, eine Beta, sowohl die Karte, ja, als auch der Bus, beziehungsweise die Lackierung, obwohl bei der Lackierung, die könnte vielleicht schon final sein. Ja. Wir können hier schon mal die Leute rauslassen. Können hier schon mal die Zeit vorspulen, weil es ist halt sehr, sehr großzügig, die Zeiten. So, hier ist keiner. Wir können abfahren. Ah ja, hier kann ich... Warte, wir haben ja genug Zeit. Ach, an der nächsten Haltestelle haben wir... an der nächsten Haltestelle haben wir genug Zeit. So. So, Straße der Einheit. So, dann kann ich euch an der Straße, der ist aber wild drauf, Straße der Einheit ein bisschen was zeigen. Es geht ja hier hauptsächlich um die Karte und um den Bus. Der Bus sieht so aus. E-Citaro, kennen wir alle. Und ja, Tür öffnen bitte. Danke. Und dadurch, durch die Unreal Engine 5, sieht das schon sehr, sehr schön aus. Schaut euch das hier mal an hier. Das ist wirklich sehr, sehr schön hier gemacht. Hier fehlen noch ein paar Texturen, aber ich finde das hier generell eine sehr schöne, ja, Gegend. Hier der Netto-Parkplatz. Er hat auch Videos, wie er die Karte baut. Schaut doch mal beim Kanal Willi vorbei. Ich weiß nicht, ob ich einen Link in die Videobeschreibung tue, aber... Wenn schon, dann schaut in die Videobeschreibung. Wenn ich keinen Link rein tue, ja, schaut trotzdem da rein. Und ja, tut mir leid, wenn da keine ist. Auf jeden Fall, schaut doch da mal vorbei. Es ist ganz spannend, wie der Edito aufgebaut ist und wie da der Willi da schön die Karte baut. Weil die Karte ist wirklich meiner Meinung nach, ja gut, da fehlen noch die Texturen. Aber wenn sie da sind, dann werden sie wahrscheinlich wunderbar.
Und ja, wird die Karte wahrscheinlich eine sehr, sehr schöne Karte sein. Ich war noch nie in Oranienburg, obwohl das stimmt wahrscheinlich nicht ganz. Also ich war schon mal in Oranienburg, aber nur am S-Bahnhof Oranienburg und nur an der S-Bahn-Station. Das heißt, ich kann hier nicht bestätigen, ob das richtig ist oder nicht. Ja, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es, obwohl, ja, es wird schon stimmen, hoffe ich. Wenn hier ein paar Oranienburger oder Leute, die schon mal in Oranienburg sind und sogar vielleicht schon die Linie 804 schon gefahren sind, können mal in die Kommentare schreiben, ob das so realistisch ist. Und ja. Ich wollte auch den ID doch mal ausprobieren, aber geht leider nicht. Das liegt schlicht und einfach an meinem RAM. Und an der Grafikkarte. Ups, da habe ich wohl was mitgeschliffen. Also nicht mitgeschliffen, sondern einfach nur. Haltestelle André-Pikan-Straße. André Pikam. Okay. Pikamstraße. Keine Ahnung. Können wir dann mal nachschauen. Es ist auch nicht weit. Also es sind nur ein paar Stationen. So. Raus hier. Dieses Haus hat schon seine Texturen bekommen. Und ihr seht hier diese Unreinheiten. Ja, wartet. Also dieses Haus hat schon seine Texturen bekommen. Ich weiß nicht, ob das auch in The Bus, also im Standard, da ist. Aber ja, hier gibt es ein paar Unreimheiten. Also das ist sehr, sehr schön gemacht, meiner Meinung nach. Also generell finde ich, in The Bus kann man sehr, sehr schöne Bilder machen. Zum Beispiel hier. Ah, wenn man nicht gerade zu. Egal. Ach nö. Ich will doch nicht raus. Dann mache ich, klicke ich hier auf. Au. Das war jetzt sehr, sehr klug von mir. Ein paar Fotos machen. Fotos. Dann dafür. Für das Foto. Knips. Büro ist besser. So, Foto wurde aufgenommen. Jawohl. Dann würde ich gerne wieder in das Cockpit und mich aufs Fahren konzentrieren. Ich weiß nicht wie genau, aber irgendwas mit Erlebnis City. So, biegen Sie rechts ab. Ja, komm, lass uns rüber, bevor der LKW hier kommt. Jawohl. Geschafft. Das war mein Smartphone. So, und ja. Ja, jetzt nur noch eine diese Station und dann kommt schon ja, Oranienburg, oder? Ne, noch zwei Stationen, danach kommt Oranien, also noch eine Station. Ne, jetzt kommt Oranienburg. So, hier ist es ziemlich wackelig. So. So, hier fehlt auch die Textur. Also alles in einem ist das eine sehr, sehr schöne Karte, sofern sie weiter ausgebaut wird. Und dann, also, ja, ich finde, ja, ist eine sehr, sehr schöne Karte, meiner Meinung nach. Die kann auch sehr, sehr schön werden. Natürlich ist es jetzt ehrlich gesagt für mich was Besonderes, dass wir mal in The Bus mal auf einer komplett anderen Karte sind. Also nicht mehr in. Haltestelle S-Bahnhof Oranienburg.
Ja, auf einer komplett anderen Haltestelle sind. So. Und wir haben da noch eine Karte, die ich euch zeigen will, nämlich Spandau. So. Oranienburg. Willkommen in Oranienburg. So. So. Leute rauslassen und auf Pause klicken, weil da können wir hier. Ach ja. Wenn man gerade mal. Pause. Wenn man hier gerade mal auf frei fliegen klickt, können wir uns mal hier die Gegend genauer anschauen. Ach komm schon. Kann ich nicht weiter? Ach, das ist ja schwach. Naja. Dann laufen wir hier ein bisschen durch die Gegend, weil wir sind ja da, um das sich anzuschauen. Ah ja, und da endet er. S-Bahnhof Oranienburg, 804er. Und, ach, geh mir zur Seite. Und ich finde das hier sehr, sehr schön umgesetzt. Also, ja. Oranienburg. Ja. Sehr, sehr schick hier. Natürlich kann man hier nicht rein, aber meine Güte, ich finde das hier sehr, sehr schön hier. So. Ja. Ich würde mal sagen, das ist dem gelungen, dem Bahnhof. Also von der Sicht her, wie ich es halt kenne. Und hier fährt dann der Bus in 5 Minuten ab. So, ihr seid irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ah ja, und hier, ja, ich will trotzdem weitermachen. Und hier ist den Bus, den ich euch noch zeigen will. Kleinstadt, Dorf, Natur. Oberhavel. Map, Kleinstadt, Dorf, ja. Out now release. Ja, generell hier drin sieht es auch. Ja, hat man gut modifiziert. Sieht jetzt. Das Einzige, was noch an BVG ist, hier. Ups, das wollte ich nicht. BVG, das hat man ja überklebt und mit Oberhavel gemacht. Dann das hier. Sicher stand da BVG Citaro. Naja, auf jeden Fall finde ich das hier sehr, sehr schön. Und ja. Dann schließe ich mal die Tür. Und ich würde dann mal sagen, ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Ja, diese Leute stehen da wieder dumm rum. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Vielen Dank. Mein Handy bimmelt, tut mir leid. Vielen Dank vielen Dank fürs Zuschauen. Und vielen Dank für den Entwickler. Es ist ein guter Anfang, eine sehr schön aussehende Karte, wenn das so weitergeht. Also ich finde, diese Karte hat Potenzial. Also, wenn man, ich weiß zwar um Himmels Willen nicht, wo die Linie 809 oder welche war es? Egal, habe ich schon wieder vergessen, wo die Linie jetzt ist. Weiß zwar nicht im geringsten, wo sie hinfährt, aber ich finde trotzdem dieses kleine Stück schon schön. Und wir werden dann auch die 130, die 100, doch 137 in Spandau noch fahren, aber heute nicht und auch nicht wahrscheinlich morgen, weil morgen fahren wir wieder zurück. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert mich. Tschüss, Lekimlol.